Cool. Na gut, kleine Insekten. Was macht ihr nun? Ihr habt jede Möglichkeit zu entkommen ignoriert. Wir haben euch so viele Chancen gegeben, zu gehen und zu vergessen. Ihr müsst mögen, was wir mit diesem Ort gemacht haben. Amarcadia ist gefallen, wie wir es einst sind. Okay. Labyrinthruin des alten Amarcadia. Ja, wie komme ich jetzt da rein? Oh, sie hat Hunger. Ah. Was zum Kaputtschlagen. Poison Bombs bringen mir jetzt wirklich viel. Das macht auch nichts auf. Oh. Ah ja. Wieder mal eine Fallgrube. Beastbone? Okay. Eine Fackel? Eine Nachricht? Die lese ich nachher, wenn ich weiß, dass ich in Sicherheit bin. Okay, ich scheine hier in Sicherheit zu sein. Wo ist es? Grongoldas geheimes Labor. Es müsste direkt hier sein. Oder dort? Ich müsste im Augenblick innerhalb sein, laut meinen Kalkulationen. Das ist lächerlich. Ich muss zu seiner Bibliothek kommen und schnell. Ich habe keine Cave-Nettel mehr übrig. Und diese Zauber sind meine einzige Hoffnung. Und ich kann nicht wieder zurück nach oben, nach Amadazia. Ich muss den Versuch wagen. Ich muss den Versuch mit Spinnengift wagen, anstatt mich vor den Wächtern mitnehmen zu lassen. Möge das Licht mir helfen. Okay. Hi. Hm.
zweit sind die immer so lästig. Das war leider falsch. Du trinkst den mal. Scavenger-Zähne, die erstmal aussehen wie Münzen. Und du hast ein Level-Up gekriegt. Was sagen denn deine Zauber so? Deine Zauber sagen eigentlich, dass wir auf Erdmagie gehen sollen. Oh. Kleine Nervensägen. So, Erdmagie. Magic Armor. Alle Champions kriegen 7 Protection. Und hält so viele Sekunden, wie ich in Erdmagie investiert habe. Poison Bolt ist klar. Transportation. 3 mögliche Transportation Applications. Erstmal kann Munition in andere Munition. Verwandelt werden. Dabei wird halt die Stack Size um 1 reduziert. 30 verschiedene Items können in andere Items verändert werden. Und Erz kann transportiert werden. Das probiere ich doch gleich mal aus. Das ist... Ernsthaft? Ich brauche dazu Luft... Von Erde, Luft und Feuermagie? Naja, gut. Du bist Erde und Erdmagie. Hehehe, sehr witzig. Aber was ich ausprobieren könnte, ich kann mal einen kleinen Stack von denen hier nehmen. Jetzt muss ich den Zauber nur noch mal mir angucken. Wow. Hat's jetzt vollgebracht. Wieder ein riesiger Raum. Mit einem Teleporter. Da ist ein Schalter und da hinten war auch irgendwo einer. Nee, nur hier ist ein Schalter, oder? Ich markiere mal den. Knopf. Und ja, ansonsten ist hier keiner mehr. Okay.
Es ist nichts hier aufgegangen. Hier ist was aufgegangen. Oh Gott, nein. Ein Level für sie. Mit dem nächsten Level up kann sie dann Dodge lernen, dass sie auch leichte Rüstung tragen kann. Oh. Wer hat die Party eingeladen? Tja, er hat kein Mana mehr. Das ist jetzt ärgerlich. Das heißt, er muss mit dem Speer Vorlieb nehmen. Oh, direkt in den da reingelaufen. So, den Zauber. Und weg mit dir. Ah, noch ein Pfeil, das ist nicht schlecht. Da ist der Knopf, der mir wieder irgendwas öffnet. Ja. Ich habe euch schon gehört und gesehen. Ah, nee. Doppelpack. Ist nicht ganz so nett. Das war der falsche Zauber. Zum Glück habe ich meinen Weitläufer da vorne, der ordentlich Schaden austeilen kann. Noch mehr Knochenzeug. Und es wird dunkel. Ja. Ich habe schon lange nicht mehr geschlafen, fällt mir gerade so auf. So, mehr brauche ich auch gar nicht. So, da vorne geht es weiter. Du hast jetzt schon mal wieder genug. Mana. Das macht nur hinter mir zu. Nein, du benutzt keine Magie, weil im Augenblick brauchen wir die eher, um Licht zu zaubern. Huh, langsam geht mir das aufs Adrenalin irgendwie.